Ja Leute, es ist soweit, das Jahr geht zu Ende und wir gucken uns heute an, was ist alles eigentlich so im Jahre 2022 so passiert. Und Leute, es ist wirklich mehr passiert, als ihr denkt, denn nein, es ist nicht nur Tier Elements und Sprite oder so, nein, es gibt wirklich noch mehr und deswegen fangen wir direkt an. Doch der ein oder andere, der schon länger auf meinem Kanal ist, weiß, dass ich eigentlich immer so einen Jahresrückblick mache, welche Decks alle so gespielt worden sind und gebe da meinen Senf dazu. Doch diesmal machen wir es ein bisschen anders, denn wir werden heute das Video in 3 Teile teilen. Als ersten Punkt gucken wir uns einfach an, was alles so passiert ist. Sei es Produkte, sei es Events oder ähnliches. Beim zweiten Punkt gehen wir dann doch noch auf die Metadecks ein, denn ja Leute, wir gucken uns natürlich trotzdem die Decks dieses Mal an. Und zu guter Letzt werde ich ein paar Auszeichnungen machen zu gewissen Kategorien, aber da kommen wir zum Schluss zu. Also, alles klar? Let's go! Im Januar kommt Grand Creators raus und wir bekommen endlich die lang ersehnte Adventure Token Engine. Naja, lang ersehnt nicht wirklich. Ja, wir kriegen jetzt für jedes Deck quasi ein Omni-Negate und das ziemlich simpel. Ja, hat die Meta, glaube ich, sehr geprägt und vor allen Dingen bekommen wir auch die Punk-Karten, die eine Vorbereitung für die deutsche Meisterschaft ist, aber eben jetzt noch nicht, weil eben Dear Note noch fehlt. Aber die Punk-Karten kommen endlich auch zu uns und eben, wie gesagt, die Adventure Token Engine, die noch auf jeden Fall viel Schrecken verursacht. Außerdem gab es gleich im Januar auch eine YCS. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, hä, was? Eine YCS? Wo das denn? Naja, am 22. und 23. Januar gab es eine Remote Duel YCS. Ihr wisst schon, das, wo ihr zu Hause spielt und mit der Webcam euer Spielfeld abfüllt. Ja, diese YCS gab es. Ja, klar, keine richtige YCS, aber immerhin eine Remote YCS. Und ja, man glaubt es kaum, das war wirklich dieses Jahr. Also wir hatten dieses Jahr noch eine Remote Duel YCS. Aber die YCS war eh nicht so wichtig, denn am 18.01. ist es passiert. Und zwar der Shadow Drop von Master Duel. Seitdem haben wir Master Duel, also wir haben bald Master Duel fast exakt ein Jahr, was ziemlich krass ist. Kommen wir irgendwie ein bisschen kürzer vor. Aber ja, Master Duel ist rausgekommen und es hatte eine Menge Spielerzahlen, denn es war einfach Platz 1 der Steam Charge. Ja, was ist schon Dota, was ist schon Counter-Strike oder so? Naja, Yu-Gi-Oh! Platz 1. Let's go! Und ja, ich weiß, über Master Duel kann man sich Stunden unterhalten. Man kann darüber reden, ob es sinnvoll war, einen Shadow Drop zu machen. Wir können darüber reden, ob das Spiel gut ist, ob das Spiel schlecht ist, was man besser machen kann, etc., etc. Aber das alles, denke ich, ist eher was für ein eigenes Video. Und deswegen machen wir eben jetzt mit dem nächsten Monat weiter. Und dann ging es endlich los, beziehungsweise weiter. Denn ja, Real-Life-Events waren wieder möglich und wurden auch gespielt. Und ganz online gab es die ein oder andere Regional, die eben man spielen konnte. Außerdem gab es die erste YCS, jedoch nicht für uns in Europa, sondern eben für Amerika. Wir mussten da sehr lange drauf warten. Amerika hat die ein oder andere YCS vorher schon bekommen, aber eben erste YCS, was auch ziemlich cool war. Und wir haben stattdessen was anderes bekommen, und zwar, wir haben das Structure Deck bekommen, das Structure Deck Albas, und ja, damit Despier in die Meta mit eingeführt. Und April hat damit, glaube ich, genug getan, denn wie gesagt, das Structure Deck kam raus und hat die Meta erstmal komplett geschiftet. In Mai und Juni war es dann nicht so weit, und zwar National Time. Ja, die National haben endlich stattgefunden und jeder hat sich drauf gefreut. Und aus diesem Grund waren sie auch sehr groß besucht und wir hatten echt viele Rekorde. Jedoch den größten Rekord erreichte die deutsche Meisterschaft. Und zwar mit 1844 Spielern gab es eben dieses Event. Neuer National-Rekord und allgemein krasser Rekord. Ist eigentlich eher so ein YCS-Level, aber ja. War einfach mal eine National. Let's go. Das Ganze gewann Daniel Hartmann mit Punk Therion. Und ja, Leute. Der Name hat überhaupt nicht für Wortwitze gesorgt. Das war echt hart, Mann. Ja, aber was gab es noch im Mai? Um genau zu sein, kam das Set Ghost from the Past 2 raus, was eher so lala ankam. Klar, Ghost Rares sind immer nice, jedoch die Reprints waren nett. Aber jetzt auch irgendwie nicht krass. Also das Set ist wirklich nur dafür da, wenn man halt Ghost Rares haben will. Ansonsten war das Set halt eher so meh. Doch dann gab es eigentlich nicht mehr so viel Spannendes bis August, denn dort kam das Set des Jahres raus. Um genau zu sein, Power of the Elements, denn nun betreten Sprite und Tier Elements die Turnierszene. Außerdem gab es im August endlich eine Europameisterschaft. Ja, die Europameisterschaft hat dieses Jahr auch stattgefunden, um genau zu sein, am 19. bis 21. August. Und wieder wurde ein Rekord geknackt. Um genau zu sein, waren es 2078 Spieler, die dort angetreten sind, was eine ganz schöne Menge ist, denn ihr müsst bedenken, man braucht ja eine Qualifikation, um bei der Europameisterschaft teilzunehmen. Das Ganze wurde übrigens gewonnen von Rika und nein, nicht von Tier Elements. Das Ganze hat nämlich nur den zweiten Platz belegt, also Tier Elements wurde einfach geschlagen von Rika, was ziemlich crazy ist, auch wenn Rika quasi eher so ein One-Hit-Wonder war. Und da sind wir auch schon im September, und im September gab es wirklich was richtig krasses, und zwar, ja, Cross-Duel kam raus.
Ja, was soll ich dazu sagen? Crustle war ein Riesenflop, niemand spielt es, deswegen auch einfach weiter am Text. Im Oktober war es dann nämlich soweit, die erste europäische YCS gab es. Um genau zu sein, vom 14. bis 16.10. in Utrecht. Ja, war ein Riesen-Event, alle haben sich drauf gefreut, endlich wieder eine YCS. Und das Ganze wurde gewonnen von Runic Sprite. Und ja, auch Runic ist wieder so ein Thema, was eben verschwunden ist nach diesem Event. Allgemein gab es dieses Jahr ziemlich viele Decks, die einmal einen Riesenerfolg haben und danach verschwunden sind. Wie zum Beispiel eben Therion. Therion spielt kein Mensch mehr. Runic, wie gesagt, dann haben wir Rika, die Europameisterschaft gewonnen haben. Und dann hatten wir auch noch Heroes, die den National gewonnen haben. Ja, Heroes hat den National gewonnen. Also in dieses Jahr wirklich viele Decks, die aufgetaucht sind und dann wieder ganz schnell weg waren. Direkt nach der YCS, also auch noch im Oktober, ging es ungeheuerlich weiter oder soll ich sagen abgeheuerlich. Denn wir halten das Hauptset Darkwing Blast und bekommen eben unter anderem die abgeheuerlichen Karten und ebenfalls Support für Tier Elements. Yay! Am 3.11. ist es dann soweit und zwar wir bekommen mit Mama die Shizu-Karten, auf die jeder gewartet hat. Nicht. Aber mit diesen neuen Karten haben wir ein neues Deck geschaffen und genau zu sein das Tier Zero Deck Tier Ishizo. Ja, ein extrem unglaubliches starkes Deck, was ihm gilt zu schlagen und was eben das Top-Deck überhaupt ist. Aus diesem Grund werden die abgeheuerlichen Karten auch zum Muss und jeder muss ja eigentlich spielen, um irgendwie eine Chance gegen dieses Deck zu haben. Das ist auch der Grund, warum die Karten, obwohl sie nur eine Super Rare sind, extrem teuer geworden sind. Ich meine, für ein paar Super Rare am Ende 100 Euro zahlen, ist echt eine Menge. Jedoch muss man sagen, dass Tier Elements sich ein bisschen unterscheidet von anderen Top-Tier-Decks, denn das Deck legt nicht, wie sonst so üblich, einfach 20 Negates sind und man kann sowieso nicht spielen, sondern das Deck spielt sehr interaktiv mit dem Gegner. Jedoch, das ist genau das Problem, denn es spielt nicht nur in seinen Zug, sondern auch in deinen Zug und deswegen spielt man quasi ständig, weil das Deck kann einfach immer was machen, sei es eben dein oder mein Zug. Aber so hat man eben mehr Interaktion und es besteht eben nicht mehr daraus, einfach nur noch 20 Omni-Negates zu stellen, sondern eben wirklich viel zu spielen. Ja, die Züge dauern länger, aber man hat viel Interaktion und vor allen Dingen kommt es dann dazu, dass es einfach mal in ein YCS-Feature-Match dazu kommt, dass man statt einem Duell eher ein Deckprofil sieht. Und apropos YCS. Wir bekommen eine deutsche YCS. Um genau zu sein, kommt das Ganze nach Dortmund und hat am 11.11. stattgefunden. Und ja, zum ersten Mal ist es nicht Bochum. Das hat aber nicht den Grund, weil Bochum irgendwie blöd ist oder so, sondern weil man einfach eine größere Location brauchte. Denn ja, Leute, es kommen immer mehr Spieler und Bochum ist einfach langsam zu klein. Das ist auch irgendwie crazy, wenn man das so bedenkt. Aber ja, eben Dortmund hat stattgefunden, um genau zu sein, eben mit einem neuen Rekord und zwar mit 2591 Spielern. Crazy einfach. Wenn das Ganze so weitergeht, wird die YCS einfach wie so eine Gamescom, irgendwie so in 5 Hallen oder so. Let's go, 10.000 Teilnehmer. Have fun. Wäre natürlich crazy, aber ich glaube, dann müsste man vielleicht auch das Turniersystem ändern. Aber bisher klappt es noch. Und wie gesagt, es wird immer größer. Und ich denke mal, dass in Zukunft nochmal das eine oder andere Turnier eben in Dortmund stattfinden wird. Einfach eben, weil man dort genug Platz hat. Und damit haben wir auch schon den Dezember erreicht. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, im Dezember ist nicht wirklich was passiert. Doch in Wirklichkeit ist dort etwas sehr, sehr groß passiert. Um genau zu sein, die Challenger Cups in Master Duel. Ja, Master Duel interessiert den einen oder anderen vielleicht nicht, aber es ist ein großer Schritt. Denn das allererste Mal dürfen Creator offizielle Konami-Events veranstalten, was ein Riesenschritt von Konamis Seite aus ist, eben auf die Creator zu, beziehungsweise auf die Community zu und finde ich wirklich sehr gut und ist wie gesagt ein riesengroßer Schritt. Ich hoffe, das Ganze ist nur der Anfang und wir werden 2023 vielleicht noch mehr Sachen erleben, wo Konami eben der Community mehr zutraut, beziehungsweise auch den Creatern. Von daher ist der Dezember doch sehr wichtig eigentlich, weil es eigentlich letzten Endes doch ein wirklich sehr großer Schritt ist, auch wenn er gar nicht so scheinen mag. Und das war es eigentlich auch eben mit diesem Teil. Wir sehen also, Tier Elements ist nicht seit Ewigkeiten Meta, sondern genau zu sein eigentlich erst in Full Power, erst seit 2 Monaten. Klar, Tier Elements gibt es schon seit Power of the Elements, also seit August, aber eben in so starker Form als Tier Zero Deck eben erst seit 2 Monaten, auch wenn uns das Ganze wirklich wie eine Ewigkeit vorkommt. So, und das war es dann erstmal der erste Teil. Ich finde, es gab echt viele Dinge, die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, aber genau dafür machen wir solche Videos, dass man eben einen Überblick hat, was ist eigentlich alles so passiert. Und das gucken wir jetzt auch an in bezüglich der Meta. Wir wollen natürlich wissen, welche Decks waren die besten Decks eben des Jahres und wir fangen natürlich an mit Januar und schauen uns an, was war Meta und wie sahen die Decks dort eben aus. Doch dieses Mal werde ich nicht so explizit genau darauf eingehen wie in meinem letzten Video, denn ja, ihr seht, es ist ein längeres Video, deswegen wollen wir das Ganze ein bisschen kürzer halten. Falls ihr ein Video zu den ganzen Decks sehen wollt und auch ein bisschen mehr Erklärung haben wollt, schaut einfach mal das Video von MSDTV an.
denn der hat dazu auch ein Video gemacht, also zu den Decks der Meta 2022. Und das ist ziemlich gut geworden, verlinke ich euch mal, schaut euch einfach mal an. Und ich würde sagen, wir starten jetzt wirklich mit dem Januar, denn was war eigentlich dort Meta? Wie immer fängt es zu Beginn des Jahres so an, dass wir die Ausläufe eben von dem Jahr davor haben. Bedeutet also, wir haben jetzt nicht so krasse Veränderungen, sondern eben die Decks, die eigentlich im Dezember Meta waren, sind meist im Januar dann auch noch Meta. Und so das Ganze hier natürlich auch. Und wir hatten eine Meta von, ja Leute, man glaubt es kaum, es ist schon länger her, aber wir hatten eine Meta von Sword Soul mit Protoss. Ach, das waren doch schöne Zeiten. Außerdem hatten wir noch Bird Up, bedeutet also eine Kombination aus Tree Brigade und Liedervögel. Ja Leute, das war dort mit Top-Tier-Meta. Außerdem war Tritron ebenfalls ein Thema. Das Deck hat existiert und auf jeden Fall auch sehr krasse Boards hingelegt. Und außerdem gab es noch Decks wie Mystic Mine oder Sky Striker oder andere Randdecks. Aber es waren, wie gesagt, nur Randdecks. Top-Tier war eben Sword Soul mit Protoss und eben Bird Up. Im Februar erhalten wir dann endlich die lang ersehnte Verbotsliste und direkt gebannt wird Protoss, was auf jeden Fall ein guter Schritt ist. Außerdem wird Simok gebannt, was wirklich sehr gut ist, weil die Karte wirklich unfair war. Aber eigentlich war sie an sich nicht unfair, sondern eher die Barrier-Statue. Aber anderes Thema. Und ja, Mystic Mind wurde nicht gebannt. Aber kleiner Spoiler, da gibt es am Ende des Jahres nochmal Genugtuung. Aber ja, Mystic Mind Burn war ein Thema und trotzdem wurde die Karte einfach nicht angefasst. Naja, machen wir weiter. Let's go. Aufgrund der neuen Liste gab es natürlich einige Veränderungen und die Meta hat sich auf jeden Fall geschiftet und der DPE-Albtraum hat begonnen. Und genau zu sein, Sensenlock Turbo war einfach die Meta. Jeder konnte quasi irgendwie einen Sensenlock legen und hat gesagt, ey, du darfst nicht Yu-Gi-Oh! Spielen. Das Besondere war jetzt noch, dass man das Ganze kombiniert hat eben mit der Adventure Engine. Bedeutet also, ein Handtrap reicht nicht, meist zwei sogar nicht. Bedeutet, durch zwei Handtraps hat der Gegner euch einfach einen Sensenlock gegeben. Nice, hat richtig Spaß gemacht und ihr regt euch über Tier Shizu auf. Also ich finde eigentlich, ist es echt blöd, wenn man einfach nicht mehr mitspielen darf. Klar, Tier Shizu ist auch nervig und kann von mir auch mal langsam angefasst werden. Aber ein Sensenlock war deutlich nerviger, denn ja, du guckst deinen Gegner 10 Minuten zu, wie er einfach spielt. Und nachdem er das getan hat, gibt er dir den Sensenlock und du kannst nicht mehr spielen. Auf ins nächste Game, du hast das gemacht, er hat das gemacht. Also ich weiß nicht, also die Meta war echt nicht so geil. Doch das ist ja eigentlich eher die Strategie, was die Decks hatten. Was wurde eigentlich genau gespielt? Naja, zum einen wurde Sword Soul immer noch gespielt. Tree Brigade wurde auch immer noch angefasst, aber gerade Decks, die eben nicht so aufs Extra-Deck angewiesen sind, hat natürlich einen guten Trumpf, weil eben es den Sensenlock gab, aber wenn es Extra-Deck nicht brauchst, interessiert dich das Ganze nicht, denn endlich wurde auch sehr viel gespielt. Außerdem hat Prankits das Spielfeld betreten, denn sie harmonierten sehr gut mit der Adventure-Engine und konnten ebenfalls DPE spielen. Allgemein, wie gesagt, war alles gut, was Easy eben Adventure Engine spielen konnte und den DPE. Also von daher, ja, das war halt quasi die Meta. Im März hat sich dann nicht so viel verändert. Eigentlich war es die gleiche Meta wie eben den Monat davor, mit Ausnahme, dass ein paar Decks jetzt ebenfalls in Erscheinung traten. Darunter zum Beispiel Dragonlink, was dann eben erschienen ist und halt den anderen am Top geholt hat. Attack Nista ist aufgetaucht und noch, was auch sehr interessant war, Evil Twin ist in den ein oder anderen Top Cut aufgetaucht. Im April hat sich eigentlich auch nichts verändert. Mit der Ausnahme, dass Prankits immer dominanter wurde. Immer mehr Leute haben dieses Deck gespielt und das Ganze konnte sogar eine YCS gewinnen. Um genau zu sein, die YCS in Amerika. Dort konnte man eben sehen, dass das Deck sehr häufig gespielt wurde und eben auch gewonnen hat. Jedoch haben auch noch andere Decks mitgemischt, wie eben Sword Soul, aber auch Eldritch oder auch Flunderies. Und da sind wir auch schon beim Mai. Und im Mai ist genau das passiert, worauf alle gewartet haben. Und zwar eine neue Verbotsliste. Wir haben lange darauf gewartet und die hatte es wirklich in sich. Und sie hat es sogar bis in die Presse geschafft. Denn zwei Karten sind zurückgekommen, die sehr lange, sehr, sehr lange verboten waren. Um genau zu sein, Überläufer und eben, ja da, Gerasu. Ja, die Karten sind wieder erlaubt und können endlich gespielt werden, was ziemlich nice ist. Aber nicht nur das ist passiert, sondern auch noch Karten sind weiter verboten worden, die wirklich Probleme waren. Unter anderem natürlich Anaconda. Anaconda war einfach die ja, DPE-Turbo-Karte schlechthin oder Dragoon-Karte. Man kann es nicht aussuchen. Und ja, die Karte wurde endlich verboten. Zu Recht auf jeden Fall. Die Karte ist viel zu stark und wurde eben endlich verboten. Außerdem wurde Aroa dann verboten. Und ja, eigentlich nur ein Opfer von Needlefiber. Denn ja, Needlefiber darf nicht verboten werden und alle Karten drumherum müssen verboten werden. Needlefiber ist nicht das Problem. Nein, Aroa dann war natürlich das Problem. Also, Aroa dann wird gebannt. Zu Recht, weil natürlich es sehr starke Kombos gab.
auch wenn natürlich Niederscheibe an sich das Problem ist. Und ja, natürlich auch Prankits, Miau Miau wurde verboten und damit war Prankits nicht mehr spielbar und das Deck wurde endgültig getötet. Doch was war dann jetzt eigentlich Meta im Mai? Ja, die Verbotsliste hat natürlich sehr viel aufgeräumt, dementsprechend gab es jetzt viele neue Decks, die eben in der Meta vertreten waren. Das beste Deck jedoch war Despia. Nichtsdestotrotz wurde immer noch Swordsoul gespielt und auch Flanderies. Außerdem gab es zum Ende des Monats hin Punktyrion, die ja für den nächsten Monat noch sehr relevant wurden. Denn im Juni war es dann soweit. Die Meta blieb eigentlich so gleich wie im Mai eben. Jedoch gewann die National eben Punktyrion und hat damit halt ein One-Hit-Wonder hingelegt. Aber hat eben zu Recht die deutsche Meisterschaft gewonnen, weil es natürlich sehr, sehr stark war. Und Überraschung, Needlefiber war nicht ganz unbeteiligt. Kommen wir zu Juli und auch hier haben wir keine große Veränderung. Die Meta war jetzt eigentlich langsam gefunden und von daher hat man eben weiter das gespielt, was man gespielt hat. Jedoch sind ein paar Decks aufgetaucht und die besprechen wir einfach, weil es eben nicht so viele Veränderungen gab. Denn unter anderem gab es Omicontrol das erste Mal. Ja Leute, Omicontrol. Total absurd, im Jahre 2022. Einfach Omicontrol. Ja, des Weiteren gab es das ein oder andere Salamangreat Deck. Und ja, Leute, ich weiß, ich habe in den Monaten davor Salamangreat nie erwähnt. Salamangreat war da auch ab und an mal zu sehen, aber es ist eben nur eine Randerscheinung. Diesen Monat haben wir genug Zeit, weil eben keine Veränderungen waren. Deswegen erwähne ich jetzt hier Salamangreat. Und ja, Leute, ich weiß, Salamangreat hatte eben den ein oder anderen Top da in der Vergangenheit schon. Außerdem gab es einen Regio-Top, der ziemlich lustig war, und zwar Haie. Ja, Leute, Haie hat getoppt. Crazy. Und damit sind wir auch schon im August. Und ja, wir bekommen keine neue Verbotsliste, obwohl der andere sich das gewünscht hätte. Aber die brauchen wir auch nicht, denn der Power Creep ist da. Power of the Elements ist da und damit ist automatisch Sprite und Tier Elements da. Und damit haben wir zwei neue Top Decks. Jedoch nicht nur diese zwei Decks sind neu da. Und zwar Mathemech bekommt neue Karten und hat damit ebenfalls Potenzial oben mitzuspielen. Heißt also, wir haben eigentlich drei neue Decks, die eben ab August da sind und die Meta komplett auf den Kopf stellen. Gegen Ende und Mitte des Monats gab es, wie gesagt, die Europameisterschaft und das Ganze hat ja Rika gewonnen, was eben auch quasi ein One-Hit-Wonder war. Es hat danach nie wieder so eine hohe Platzierung erreicht. Aber eigentlich war das Event geprägt eben von Tier Elements bzw. Danger Tier Elements, was eben sehr viel gespielt wurde und halt auch sehr viele Slots im Top Cut eingenommen hatte. Aber natürlich gab es auch noch andere Decks, wie eben zum Beispiel Flanderies. Ja, Flanderies begleitet uns, glaube ich, auch das ganze Jahr über. Und das Deck ist eben so wie immer, entweder hast du Barrier Statue oder Shifter oder du verlierst gegen dich selbst. Kommen wir zum September und dort hat die Meta sich so ein bisschen gefestigt und wir haben eigentlich in der Meta und zwar Tier Elements, Sprite, Mathemech und noch etwas Branded Despia hat existiert und natürlich gab es auch wieder Flanderies, die eben mit rumgelaufen sind, aber ein Deck ist neu erschienen und zwar Exosister, das Anti-Deck ist gekommen, liegt natürlich auch daran, dass Tier Elements halt immer mehr gespielt wurde und damit Exosister einfach eine bessere Chance hatte zu gewinnen und deswegen jetzt hier der Monat, nicht viele große Veränderungen, aber eben Exosister ist jetzt auf jeden Fall ein Thema. Und damit sind wir bereits im Oktober und endlich wieder eine neue Liste und auch die hat es in sich, denn Needlefiber wird endlich gebannt. Ja, Leute, es hat ewig gedauert, aber Needlefiber wurde nach vielen, vielen Jahren endlich verboten. Außerdem wurde die One-Card-Combo in Sprite vernichtet, denn ja, es gibt keine One-Card-Totally-Awesome-Combo mehr, denn Ruinkröte wurde ebenfalls verboten. Ist ein interessanter Schritt und finde ich bisher immer noch sehr gut. Außerdem durfte Snow gehen, einfach eine unfaire Karte, die immer wieder hin und her kommt. Und wie gesagt, Snow wurde jetzt wieder verboten. Und die Antikarte schlechthin gegen Backrow-Decks wurde ebenfalls verboten. Und zwar roter Neustart. Und außerdem hier für CKF Phoenix. Ja, Judgment Day ist auf 1 zurückgekommen. Was auch crazy ist, weil es eigentlich einer der stärksten Zauberkarten überhaupt ist. Aber eben natürlich nur für Spellbook. Und was war im Oktober Meta? Naja, wie gesagt, es gab im Oktober eine YCS, die eben von Runic Sprite gewonnen wurde. Allgemein wurde natürlich viel Runic gespielt, beziehungsweise Runic Sprite eben. Sprite allgemein, Tier Elements und Flanderies. Das war eigentlich so die Meta. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu November. Und da sind wir eigentlich dort, wo wir jetzt auch sind im Dezember. Denn ja, Tier Shizu ist das beste Deck. Und daneben existieren eigentlich kaum noch andere Decks, mit Ausnahme eben von
Sprite und natürlich Flanderies. Ja, diese drei Decks sind eigentlich die Decks, die man spielen sollte, wenn man eben ein Turnier gewinnen sollte. Und das Ganze hat sich bis jetzt nicht verändert. Klar, ne, das ein oder andere Randdeck ist natürlich zugekommen. Aber natürlich, Tier Shizu ist das beste Deck, of course. Sprite ist auch noch groß vertreten und kann auch den einen oder anderen guten Win sich holen. Und Flanderies kann man natürlich immer noch spielen, einfach aufgrund eben der Anti-Mechanik. Ja, und das war es, der Überblick zu eben den Decks. Ich muss sagen, es hat sich vieles zum Positiven verändert. Auch wenn die aktuelle Meta echt langweilig scheint und echt blöd scheint, muss ich sagen, dass ich die Meta jetzt im Dezember deutlich besser finde als wie im Januar. Wie gesagt, im Januar hat man einfach einen Sensor hingelegt, hat den Gegner 10 Minuten beim Spielen zugeguckt, das war es dann auch. Jetzt spielt man mit den Gegner, ja, dein oder mein Zug ist halt egal, aber man spielt wirklich mit den Gegner, hat Interaktion, man hat Chainlink 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, klar, ist viel, aber man hat wirklich etwas, wo man spielen kann, der Gegner spielt mit dir, du spielst mit ihm. Ich finde das auf jeden Fall deutlich besser als eben Sensenlock. Kann man vielleicht noch eine bessere Meta haben? Selbstverständlich, aber wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall besser als im letzten Jahr. Heißt also, das Jahr endet Yu-Gi-Oh! Technisch besser eben wie im letzten Jahr. Das war jetzt eben, wie gesagt, der zweite Teil des Videos. Jetzt kommen wir zum dritten Teil und da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Denn im dritten Teil werde ich ein paar Auszeichnungen verteilen. Die sind natürlich komplett subjektiv. Also Leute, falls ihr eine andere Meinung habt, einfach mal in die Kommentare. Es kann auch sein, dass ihr den einen oder anderen vergessen habt. Verzeiht mir auf jeden Fall. Das Ganze bezieht sich natürlich auf den deutschsprachigen Raum, weil macht jetzt irgendwie nicht Sinn, irgendwie einen amerikanischen Kanal hier auszuzeichnen, wenn wir auch deutschsprachige haben. Also würde ich sagen, fangen wir einfach mit der ersten Kategorie an. Fangen wir einfach an mit einer ganz simplen Kategorie. Und zwar das größte Comeback. Ja, und da muss ich nicht lange überlegen. Das größte Comeback ist ganz klar und einfach zu vergeben. Denn wir haben jemanden, der nach langer Zeit wieder zurück in die Turnierszene gegangen ist, direkt eine große Regional getoppt hat und sich dann sogar noch den Win einer YCS geholt hat und den dritten Platz einer YCS geholt hat. Ja, ich rede natürlich von Joshua Schmidt, der verdient das Comeback des Jahres bekommt. Denn wie gesagt, er ist zurückgekommen, hat alles abgerissen. Außerdem ist er auf YouTube steil gegangen und auf Twitch. Also wenn jemand das Comeback verdient hat, dann eben Joshua Schmidt. Kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar Newcomer im YugiTubing. Und da musste ich ebenfalls nicht lange überlegen. Denn ja, ich weiß, die Person hat schon im Jahre 2021 im Dezember angefangen. Aber richtig durchgestartet im 2022 erst. Deswegen für mich auf jeden Fall Newcomer des Jahres ist einfach Niska. Niska hat diesen Jahr eben seinen Kanal quasi erst richtig groß gemacht und hat wirklich sehr viele Abonnenten gesammelt. Fast 3000, was sehr krass ist, auf jeden Fall sehr steil gegangen und ist auf jeden Fall Newcomer des Jahres. Und er zieht auf jeden Fall auch sehr viel durch, denn er macht zurzeit die größten Locals Deutschlands zweimal in der Woche. Und zwar Remote Duel Locals. Also Leute, falls ihr Bock habt, einfach mal bei ihm vorbeischauen. Machen wir weiter mit der Kategorie meistgebrachtes Format. Und hier sind eigentlich zwei Sachen, die ich nennen möchte. Auf einmal Platz 1 aus meiner Sicht garantiert, ihr könnt euch schon denken, Market Watches. Ja Leute, jeder macht irgendwie Market Watches. Ist irgendwie so ein Trend auf jeden Fall. Ja, 2022 ist definitiv geprägt eben von Market Watches. Garantiert gibt es jede Woche bei irgendeinem Kanal einen Market Watch. Also beraten seid ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das zweite, wie gesagt, Market Watches gab es auf jeden Fall viel heftiger und viel mehr, deswegen auf jeden Fall verdienter Platz 1, aber Platz 2 und auch sehr auffällig dieses Jahr waren Podcasts. Ja Leute, sehr viele Podcasts gab es dieses Jahr, unter anderem auch bei mir. Ja Leute, ich mache mit CK und Julio einen Podcast, falls ihr nicht wisst, Link in der Videobeschreibung oder eben auf Spotify. Ja, es gibt auch einen Podcast von mir. Machen wir weiter mit der Kategorie Hype. Und hiermit meine ich eigentlich, wie viele Abos hat man geschafft, in einem Monat zu bekommen. Also für mich, den größten Hype hatte die Person, die eben in einem Monat am meisten Abos bekommen hat. Und wenn man über Zahlen redet, dann ist oft CK immer die Nummer 1. Ja, CK sprengt alle Zahlen, alle Sachen. Er ist eigentlich der größte ever. Also geht die Auszeichnung doch ganz klar an CK Phoenix. Und die Antwort ist falsch. Direkt falsch. CK Phoenix hat diesen Jahr nicht den größten Hype gehabt, denn es gab zu Beginn des Jahres ja Master Duel und es hatte wirklich einen großen Hype und es gab da auch wirklich sehr viele Abos. Und es gab niemanden, der den Hype so groß mitgenommen hat, wie eben diese Person und zwar Julio. Ja, Julio hat es geschafft, dieses Jahr in einem Monat 1510 Abos zu generieren. Glückwunsch auf jeden Fall dafür, ist echt krass gewesen und natürlich zu Recht und verdient. Jedoch hält er nicht den Rekord, denn den Rekord hält natürlich CK himself. Der hat es nämlich geschafft, im Jahre 2021 in einem Monat 5350 Abos zu machen. Ey, da fehlen mir die Worte.
wo kommen die Leute alle eigentlich her? Bei der nächsten Kategorie wusste ich nicht genau, wie ich das Ganze nennen soll, weil es irgendwie schwer zu greifen ist. Ich sag mal, der verrückteste Hustler, der am meisten durchgezogen hat, der am meisten gemacht hat. Vielleicht nennen wir es so auf jeden Fall. Ja, ist natürlich ein bisschen schwer, das Ganze zu bewerten, denn man sieht natürlich nur das, was hochgeladen wird. Natürlich braucht ein Video zum Teil im Hintergrund sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Dementsprechend kann man natürlich genau bewerten, wer hat jetzt mehr Zeit verbraucht hier oder wer hat da mehr Zeit reingesteckt. Jedoch finde ich, man kann doch ganz klar dieses Jahr ein Muster erkennen. Denn ganz ehrlich, Leute, wer hat dieses Jahr zum Teil 4 bis 5 Videos im Monat hochgeladen? Gute Frage. Wer hat mindestens 4-mal die Woche gestreamt? Und das nicht nur 1-2 Stunden, sondern mehrere Stunden, 6, 7, 8 Stunden. Na, wer war es dieses Jahr? Wer hat dieses Jahr so heftig durchgezogen? Und parallel hat er noch 1, 2 oder 3 Hauptjobs einfach gehabt. Also nicht nur, dass er das einfach gemacht hat, sondern er hat nebenbei auch noch heftig gearbeitet. Ja, wer könnte das sein? Die Rede ist natürlich von Niska und deswegen geht die Auszeichnung für den verrücktesten Hustler auf jeden Fall an Niska. Glückwunsch, du bist echt eine verrückte Socke. Du hast einfach viel zu sehr durchgezogen. Mal gut, hast du ein bisschen runtergefahren, denn das ist auf Dauer einfach nicht gesund. Aber auf jeden Fall hier verdient die Auszeichnung, denn, ja Leute, er hat extrem übertrieben und extrem durchgezogen. Und zum Schluss kommen wir nochmal zu 2 Auszeichnungen, die nichts direkt mit YouTuber zu tun haben. Die erste Kategorie ist die meistgehasste Karte. Da brauche ich nicht lange drüber reden. Mystic Mine! Also diese Karte, ich glaube, die mag keiner so richtig. Wurde jetzt auch endlich gebannt. Heißt, Problem gelöst. Aber ja, Mystic Mine war dieses Jahr, ich glaube, die meistgehasste Karte überhaupt, definitiv verdient hier auf jeden Fall. Der Platz geht an Mystic Mine. Ja, und dann kommen wir noch zum größten Flop des Jahres. Na Leute, wisst ihr es? Naja, ganz klar, größter Flop des Jahres war Crosstool. Brauche ich drüber reden. Crosstool war ein Riesenflop. Man hatte sich vielleicht wirklich mehr erhofft. Und am Ende hat es irgendwie niemand abgeholt. Und ja, auf jeden Fall definitiv. Größter Flop des Jahres geht an Crosstool. Glückwunsch auf jeden Fall. Bevor wir jedoch zum Ende des Videos kommen, gibt es noch ein paar Auszeichnungen, aber eben nicht in Form von Kategorien, sondern eben in Form von Glückwünschen. Denn Leute, dieses Jahr wurden sehr viele Rekorde bzw. Zahlen gebrochen und die will ich einfach mal eben Stück für Stück mit euch durchgehen. Ja Leute, ich lese das ab, weil ich kann mir das alles nicht auswendig merken. Und zwar, wir lesen das Ganze ab. DTV hat es geschafft, auf YouTube 7000 Abos zu knacken. Glückwunsch auf jeden Fall, das ist eine Riesenzahl. Ebenfalls hat er noch 2 weitere krasse Zahlen geknackt, denn er hat die 2000 Abonnenten, wie es Follower, auf Instagram erreicht. Krass auf jeden Fall, zieht auch sehr durch, Leute. Falls ihr News, Informationen rund um Yu-Gi-Oh! Haben wollt, einfach mal bei ihm vorbeischauen. Er macht da sehr guten Content auf jeden Fall. Und er hat auch die 2000 Leute auf Discord erreicht. Ziemlich krass auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich Niska, der wie gesagt dieses Jahr voll durchgezogen hat. Der eben die 2000 Abonnenten auf YouTube erreicht hat. Schon fast die 3000, also krass. Und zusätzlich hat er auch die 3000 Leute auf Twitch erreicht. Krass auf jeden Fall. Außerdem, wo wir gerade bei Twitch sind, Erin hat es geschafft, dieses Jahr die 1000 Follower zu erreichen. Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Weiter geht es mit Yami Chris, der die 1000 Abonnenten auf YouTube erreicht hat. Glückwunsch an dich. Ebenfalls die 1000 Abonnenten haben Francis Gaming erhalten und Lukai Todes. Glückwunsch auch an euch beide. Wie gesagt, 1000 Abos ist immer das Schwerste, sag ich immer, und ist natürlich ein großer Meilenstein. Des Weiteren hat Julio die 14.000 Abonnenten geknackt. Krass, sogar in diesem Dezember. Also Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Ebenfalls natürlich CK Phoenix, der Brecher aller Zahlen. CK Phoenix erreicht dieses Jahr die 37.000 Abonnenten auf seinem Hauptkanal und auf seinem Zweitkanal CK Phoenix Uncut erreichte er einfach die 16.000. Hey Leute, der holt uns bald ein. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch unseren Kanal, denn wir haben dieses Jahr die 20.000 Abonnenten erreicht. Ist natürlich auch ein Riesenmeilenstein und wirklich ein Riesendank natürlich an euch. Was bleibt zuletzt noch zu sagen? Naja, zunächst einmal, ich will nochmal ein kleines Highlight meinerseits nennen. Denn ja, es passt irgendwie nicht rein in den Rückblick im ersten Teil, zweiten sowieso nicht, im dritten auch nicht. Und zwar, in dieses Jahr gab es wieder viele Events. Sei es Gamescom oder Spielmesse oder ähnliches. Es gab einige Events, wo man eben war und die nicht nur mit Yu-Gi-Oh! Zu tun hatten und die wirklich sehr schön war. Vor allem Gamescom war wirklich krass. Ich habe über 100 Autogramme gegeben. Ich habe euch sehr oft getroffen, mit euch reden, mit euch Fotos gemacht, gegen euch gespielt. Also es gab wirklich sehr, sehr viel, was man dort eben machen konnte und was man auch gemacht hat. Gamescom war für mich persönlich sehr, sehr krass, einfach eben euch alle nochmal zu treffen. Und ja, was soll ich sagen? Mir bleibt eigentlich nur übrig zu sagen, wirklich riesen, riesen Dank an euch. Denn ohne euch ist das alles nicht möglich und ohne euch wäre das alles nicht so cool. Deswegen riesen Dank auf jeden Fall an euch. Es war ein wunderschönes Jahr eben mit
euch. Deshalb, wie gesagt, nochmal ein Riesendanke an jeden Einzelnen von euch und danke für dieses schöne Jahr und wir sehen uns im nächsten Jahr.